Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Heute ein kleines Reitupdate von Q, denn bei uns hat sich einiges getan in letzter Zeit, außer dass es wie jetzt gerade etwas frech ist, zumindest so im Umgang, aber ab und zu, so wie jetzt, geht's auch. Ja, ich möchte euch zeigen, wie wir im Reiten vorangekommen sind. Das letzte Video habt ihr ja gesehen, da habe ich mich einfach noch sehr schwer getan und ja, ich habe mir vorgenommen, für jede Reitstunde für Reitstunde etwas mehr wieder über meinen Schatten zu springen. Und es gelingt mir immer mehr. Ich muss sagen, dass ich mit dem Galoppieren am Anfang ein unheimliches Problem hatte, weil ich einfach dieser Moment dieses Angaloppierens mir so sehr Respekt gemacht hatte, einfach weil ich nicht wusste, wie... Kannst du aufhören, mir in den Schal zu beißen? Einfach weil ich nicht wusste, wie wird es sich anfühlen, wie wird es sein? Und es ist immer so, viele verstehen das immer falsch. Ich habe keine Angst vorm Reiten, sondern ich habe einfach wirklich Respekt, weil ich in Anführungszeichen nicht Angst vor ihm habe, sondern Angst, dass ich etwas falsch mache. Also, dass ich irgendetwas mache, was ihn stört, was dann irgendwie zu einer Kettenreaktion am Ende führt, dass irgendwas passiert oder sowas. Und ja, aber ich habe, wie gesagt, mir vorgenommen, ich besiege meinen inneren Schweinehund und das ist mir tatsächlich auch relativ gut gelungen in letzter Zeit und wir kommen immer besser voran. Ich galoppiere jetzt auch frei. Das erste Mal habe ich mich noch an die Longe nehmen lassen. Einfach einmal auf den Zirkel, damit ich dieses Gefühl bekomme, du bist ein Clown. Hör auf. Aber es wird auf jeden Fall echt immer besser, auch wenn der Galopp mir immer noch schwer fällt, in der Hinsicht vom Gefühl her. Weil ich habe eigentlich das Gefühl, ich galoppiere mit 300 km/h durch die Halle. Und dann sehe ich selbst auf dem Video, verdammt, ich komme überhaupt nicht aus dem Quark. Wir arbeiten dran, aber es ist schon wirklich deutlich besser geworden. Es macht mir mittlerweile unheimlich viel Spaß, ihn zu reiten. Also ich entwickle gerade so ein Gefühl für ihn und so eine Freude wirklich. Und er macht einfach auch so extremst viel Spaß. Weil auch wenn er jetzt hier so ein Kasper ist und so ein bisschen frech, das ist er beim Reiten halt einfach nicht. Der ist beim Reiten immer konzentriert, immer beim Reiter. Und versucht immer alles richtig zu machen. Ein kleines Goldstück, gell? Ja, Wuschel. Und es macht einfach tierisch viel Spaß. Mehr kann man dazu einfach nicht sagen. Ich zeige euch jetzt einfach noch ein paar Videoausschnitte in der chronologischen Reihenfolge. Das heißt, das, was ihr als letztes seht, das ist auch ganz aktuell von dieser Woche. Und ich bin gespannt, was ihr dazu sagt.